Vor wenigen Stunden gab es den Launch-Trailer zu Separate Ways. Und in diesem Video wird dieser analysiert, was er denn alles verrät. Hi Cons und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir und jawohl, es geht wieder um Resident Evil. Ich habe ja gesagt, am 18. gibt es wieder etwas Neues zu Separate Ways und ich werde die Ohren und Augen spitzen. Das habe ich nun getan und jetzt analysieren wir, was wir bekommen haben. Zunächst einmal beginnt der Trailer mit einem Monolog von Luis, der so ein bisschen erzählt, was ihm widerfahren ist. Er erzählt außerdem über Leon und Ashley und dass beide infiziert sind. Und man sieht die Szene, als die Hütten-Session war in Resident Evil 4 Remake im Hauptspiel. Leon und Luis da im Co-op quasi die Zombies abgeknallt haben, beziehungsweise die Ganados umgeballert haben, wisst ihr Bescheid? Und danach kam die Sequenz, wie die alle drei geflüchtet sind. Und das ist die Sequenz, die man dort in Separate Ways sieht. Dann geht es eigentlich auch direkt über in die Sequenz, wo man sieht, dass Ada die Pistole auf Luis gerichtet hat und sie scheint ihn wohl zu erpressen, was er wohl weiß über Leon und eben Ashley. Und sie möchte ja auch den Amber haben, den soll Luis ihr beschaffen. Und hat das wohl bis jetzt noch nicht hinbekommen und bekommt von Ada noch eine neue Chance. Man sieht auf jeden Fall, dass Luis und Ada eine tiefer gehende Interaktion miteinander haben. Anscheinend kann man auch miteinander mal spielen, so auch im Koop, so wahrscheinlich wie das mit Leon und Luis in der Hütte war. Anscheinend soll das in der Burg der Fall sein, dass sie zusammen gegen viele Angreifer kämpfen. Und man sieht eine ganz besondere Kralle, und zwar die Kralle von dem Bodyguard von Salazar, der sogenannte U3. Man sieht U3 nicht nur da, sondern immer öfters in diesem Verlauf des Trailers und jedes Mal hat er eine andere Mutationsstufe. Deswegen kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das so eine Art Stalker sein wird für Ada, der immer wieder neu mutiert und den man immer mal wieder bekämpfen muss. Und vielleicht wird der absolute Bossfight dann dieser Container U3 Bossfight. Ich meine, für eine Millisekunde auch im Trailer gesehen zu haben, dass man Container sehen konnte, also dieser U3 Bossfight auf jeden Fall safe im Separate Ways DLC drin sein sollte. Wie ich es vorhin schon gesagt habe, Luis und Ada kommen mir vor wie ein gutes Team eigentlich, weil Luis sagt eigentlich zu Ada, what would I do without you? Also was würde ich ohne dich tun? Und sie ergänzen sich wohl gegenseitig. Er rettet Ada wohl den Arsch. Er wird sicherlich auch die Infektion bekämpfen mit seiner Maschine, die er eben hat. Weil wir wissen ja, das wird auch im Launch-Trailer nochmal vertieft dargestellt, Ada ist infiziert mit den Plagas. Auch hält Ada den Luis auch mal ab, ins Feuer zu springen, wo vielleicht wichtige Akten drin waren oder Dinge, die er noch retten wollte. Und das zeigt eigentlich, dass sie doch so ein bisschen kooperativ und gut miteinander auskommen. Im Gegenteil zu dem Verhältnis zwischen Ada und Wesker. Da sieht man ganz klar, Ada arbeitet zwar für Wesker, aber die sind sich nicht so ganz grün. Was ich auch noch herausfinden konnte in dem Launch-Trailer ist, dass anstatt, wie es im Original der Fall war, dass Leon mit den Gondeln fährt und die Ganados aus den Gondeln schießen muss, hat das nun Ada in Separate Ways. Noch dazu die Lasersache, die auch bei Leon im Originalspiel drin war. Am Ende des Trailers sieht man natürlich, dass Ada stark schon infiziert ist, dass sie auch schon Halluzinationen hat. Ich würde sagen, es ist dasselbe Stadium wie Ashley und Leon, das im Hauptspiel hatten. Und ich bin natürlich sehr überzeugt davon, dass Luis sie retten wird. Definitiv, weil anders kann ich mir das nicht vorstellen, da Adas Leben ja weitergeht. Wir wissen ja, was passiert. Resident Evil 6 und so, ne? Dass die Beziehung zwischen Ada und Wesker nicht die beste ist, zeigt eigentlich auch das Ende des Launch-Trailers. Denn dort visiert Wesker Ada an, und zwar übrigens mit seiner Samurai Edge, und erpresst sie sozusagen. Also das ist so ein Erpressungsverhältnis. Das war soweit meine Analyse, die ich auf die Schnelle kurz gemacht habe. Schreibt mir gerne in die Kommentare, falls euch noch etwas aufgefallen ist, was mir nicht aufgefallen ist. Ansonsten wird gerade schwer gemunkelt, dass der DLC wohl 10 Euro kosten soll. Ich werde auf jeden Fall die Tokyo Game Show auf YouTube streamen und wenn Separate Ways downloadbar ist, werden wir das auch direkt loszocken.
Ich gebe euch auf jeden Fall Bescheid. Und jetzt erstmal vielen, vielen Dank fürs Anschauen dieses Videos. Ich würde mich über einen Haufen Daumen nach oben freuen. Und ansonsten, Leute, wünsche ich euch jetzt einen wunderbaren Tag. Wir sehen uns Donnerstag. Und bis dahin, Leute, macht's gut. And don't forget, be unique.